Fühlt man sich dadurch. Also Leute, wenn ihr selbst einmal Gott spielen wollt, Kauft einen Raspberry. steuert einen RGW Color Strips via dem Raspberry Pi oder dem Banana Pi oder dem Arduino. 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 Ja, dann machst du. Mittels vier, nee, drei MOSFETs. Die brauchen drei MOSFETs, Kabeln und ein Gerät mit GPIO-Pins Und ein und die Programm. Software Pick oder wie hier ist. Das ist die Rahmenleitung. Jetzt legen sie los, springen sie raus und sie brauchen natürlich auch noch irgendwie Strom. Und Internetzugang. Also brauchen sie einen Wiederbeutbuchse. Naja, so einen Stromstecker habe ich mir auch gekauft. Ja, geil, oder? Aber ich habe mir so einen geklappt, weil du gleich mit der so klemmen hast, wo du keinen Schraubenzieher oder sowas brauchst. Wo du so ein Pin hast, den drückst du rein, dann kannst du gleich schon direkt das Kabel reinstecken und du kannst immer wieder schön raus damit so. Mei. Ist doch egal. Nee, ist doch Ich viel. finde Schrauben ist immer schön. So ist viel cooler. Brauch keinen Schraubendreher. So ist wenigstens schön. Ich habe keine Argumente. Scheiße, ich habe keine Argumente. Was soll ich sagen? Du musst doch nicht sagen, es ist einfach schön. Oh mein Gott, wir zwei. Was soll denn da noch werden? Jetzt muss ich noch ein Programm schreiben. Also, wir haben am Freitag eine Party hier. So eine Einweihungsparty. So, und da haben sie und so. Und da muss ich noch ein Programm schreiben für das Licht. Ein bisschen was, so was die angeben und so ein bisschen mit verschiedenen Modi und so. Ja, dann spiel mal ein bisschen rum. Ja, mal gucken, wie das läuft. Dann sollen wir weiter rumspielen. Mit meinem Anflammen. Für die Störung versteht keiner, was du da hast, aber. Es funktioniert schon. Ja, Es ja, ist ja. einfach ein bisschen Rumspielerei halt. Funktioniert gar nichts da bei dir. Doch. Du hast doch noch gestern was anderes erzählt. Ja, das Ganze mit der Abfrage, ob dann die Temperatur steigt, muss ich von dir mal übernehmen. Oh, auf einmal. Doch nichts mit deiner. Du hast das viel einfacher gemacht, hast gesagt. Ich wollte es einfacher machen. Die Frage ist, was ist Das einfacher als für eine funktioniert IFA-Frage? ja nicht. Doch, scheißegal. So. Aber ich habe heute schon eine Tastatur hingekriegt. Ein Button bitte, wenn ich. Ich habe einen Knopf gemacht. Nur ein bisschen modifizieren. Du hast meinen Hänger. Der steht oben am Das Feld. ist nicht mein Hänger. Oben am Feld steht er. Neben dir habe ich ihn hingestellt, du Idiot. Du siehst doch gar nichts. Du hast meinen Hänger Hab geklaut. den Hänger gebührt. Also dort oben steht er. Ja. Geklaut. Kann sein, dass ich ihn zwingen bin. Übersehener. Problem ist, ich konzentriere mich halt nicht darauf. Ich fahre einfach, mache meine Aufgabe, blende meine Umgebung halt aus. Egal, was links und rechts geschieht, ich fahre. Ich fahre einfach. Meine Güte. Es geht nicht. Wir dürfen uns nicht weiter unterhalten. Da passiert nämlich sowas. Ja, man übersieht einen kompletten Hänger. Ja. Wo ist mein Hänger? Jetzt will ich fast weg. Ja, Du das. bleib, ich muss ein bisschen hinten laden weiter, so. Jetzt bleib. Hinten auch ein bisschen reinladen.
Was machst du? Wieso stehst du mit dem Bogen? Was soll das denn? Ich muss den Hänger näher ran fahren. Normalerweise stehe ich doch vorne. Ja, kannst du aber vorne stehen. Weil du hast mindestens den Abstand von ihm gebiss, somit kann ich erstmal mal nach vorne fahren. Nur diese Partikel. Du hast schon wie ein Drecker geschrottet. Du! Also ich habe einen geschrottet, aber du bist dran schuld, dass er Schrott ist. Ja, ja, du hast mich auch geschrottet, du. Ja, Schrotti kaputta. Alle kaputt, Mann, der Junge. Alles tutto kaputto. Schau mal, jetzt kannst du alles aufsammeln. Geht sogar schneller. Alles tutto kaputto. Fast, besoffen oder was? Passe meine Fahrspur dem Fahrspur des Getreides an. Ah ja. Also von meinem besoffenen von den Runden davor. Ja. Ich glaube ja. Wird immer noch falsch machen. Ich hab gar nicht gesagt, dass er richtig stehen muss. Juhu. Boah. Zwei Bauern, die auf einem Feld streiten. Ja, quasi ja. Ja, die Jugend von heute. Ja, kein Respekt vor Alter. Also ich fahr. Ich fahre und fahre und fahre. Da nochmal gucken, was wir für eine Außentemperatur haben. Glaubt ihr, waren wir nicht so richtig mit dem 5 Grad? Wir haben 0,5. Grad. Plus. Was haben wir denn? Glaubt ihr trotzdem nicht? Können wir nicht jetzt noch 5,5 Grad haben? Warum nicht? Kann das schon sein? Immerhin, es ist ja. Der Mond ist ja auch. Ist irgendwas kaputt da. Dann legst halt einen anderen Sensor raus. Ja, das wird ja nur an dem Kabel liegen. Nee, ja, das Kabel kann dir keinen falschen Wert geben. Ja, aber falls nicht genug Strom durchkommt. Ja, das kommt immer durch. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich kann das selbst persönlich nicht verstehen, wie das funktioniert. Es wird vielleicht einfach nur 5,5 Grad draußen haben. Es ist immerhin 5,5 Grad, ist auch kalt, wenn du mal überlegst. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach in WhatsApp reingehe, da mein Wetter vom Combot abschreibe und den mal nach dem Wetter frage? Könntest du auch. Muss aber erstmal wenden. Bitte wenden. So, wetter.com. Wir schreiben dir Wetter. Schauen wir mal, was er schreibt. Ich meine, die dürfen WhatsApp-Bot haben, wir nicht. Er sagt, bedeckt bei 3 Grad. Na siehst du, also ist gar nicht so schlecht. Also wird's schon was. Ich meine, der Typ ist ja eh immer mit seinem Wetter da ein bisschen weiter oben. Ja, also das und zweitens, du darfst nicht vergessen, du hast ja gerade vor Ort, dass das ändert sich ja von Haus zu Haus die Temperatur fast. Ich kann es trotzdem nicht glauben, weil früher hatten wir noch Minusgrade. Aber bei uns auch. Du hast jetzt ja auch, ne, hast du nicht. Nee. Ja, kack. Und über den Tag hatte die Solaranlage 60 Grad produziert.
bei einer Außentemperatur von 6 Grad hat die 60 Grad produziert. Ja, also. Auch heute schon mal 85 Grad aus. Allein das ist ein Phänomen, ey. Eine Solaranlage macht aus 6 Grad 60 Grad. Ja, wie eine Solaranlage? Ja, eine Warmwassersolaranlage. Okay. Wir haben Außentemperatur von 6 Grad und die schafft es 60 Grad Wassertemperatur draus zu machen. Dann fragst du ab, oder habt ihr überhaupt ein Dach oder wie? Wir haben auf dem Dach, ja. Ja, wir haben ja auch. Eben, und da 60 Grad. Haben wir heute gehabt. Das Lustige war halt, coole Story mal dazu. Wir haben ja quasi das Haus bauen lassen von der Firma. Ja. Also, die haben mehrere kleine Firmen dann wieder beauftragt. Und auf jeden Fall waren dann auf diesen Solarplatten, das sind keine Solarplatten, halt Warmwasserplatten, ja. War eine Folie halt noch drauf. Das hat dann irgendwann so ein Jahr nachdem wir eingezogen waren, der Schornsteinfeger mal gesagt, toll Nachbarhaus. Okay. Dass da noch Folie drauf ist. Das hat natürlich da auch dazu geführt, dass wir in dem Jahr, wo sie noch drauf war, die Folie, mehr Heizkosten hatten als jetzt im letzten Jahr. Das ist klar, weil einfach die Effizienz weniger ist. Ja. Jetzt habe ich, fahre ich ja bei meiner Haussteuerung ja ab, die Solaranlage. Jetzt weiß ich, wie viel Grad sie bringt. Du hast schon so viele Sensoren, was hast du denn jetzt schon alles so verkabbelt? Ja, jetzt haben wir die Kesseltemperatur, den Rücklauf, das Warmwasser und die Solaranlage habe ich jetzt. Und am anderen Raspberry. Außentemperatur. Und am anderen Raspberry habe ich die Zimmertemperatur. Da ist drauf, weiß jetzt platt. Geht nicht. Das ist doch nicht in dein fucking Ernst. Gut, gut, gut. Aber wir haben immer schon 16.000. Ich hab Geld gewollt. Ich kann ja dann mal verkaufen, das Zeugs, was ich gemacht habe. Ich habe halt die Spritkosten wieder reingeholt. Und die Wartungsarbeiten von Schlepper und so. Sind immer noch am gleichen Tag. Ja, 13 Uhr. Jetzt haben wir das gefälligst oben noch rein. Ja, bin gerade auf dem Weg. Das weiß ich doch nicht. Ja, musst du gucken. So, ich meine jetzt Mittagspause. Preise. Weizen ist immer kacke. Am meisten gibt's bei Roller. Rich-Egress. Bei Roller. Also links vom Shop. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so weit. Das heißt, du fährst jetzt links zum Shop. Ja, ich muss erstmal hier das abladen, dann kann ich fahren. Ich mach gar nichts. Ja, gut, du machst Pause oder was? Na gut, ich werde dann halt sehen. Okay, ich fahr zum Shop. Ja, aber mit einer Schlepper, nicht mit denen. Zucker blöd. Weil mit dem brauche ich zum Sehen, weil sonst erzähle ich nicht. Kannst du meinen Schlepper haben da? Gehört jetzt hier. Du, was ich da jetzt hab? Nee, ich nehm den. Ja, dann nimm den. Sind die eigentlich alle gleich kacke? Ja. Klar, doch sind die alle gleich kacke. Dann nehm ich den blauen. Ja, waschen wir jetzt auch können. Egal. Meep, meep. Meep, meep. Zeit hast du eh angehalten. Sehr gut. Was angehalten? Ja, halt auf 1. Es ist eingehalten. Oder fast. Also wir sehen uns dann heute Abend wieder.
gut, Berg runter macht doch schon ganz schön Betrieb.